Mein Kopf tut weh. Es ist was nicht so cooles passiert. Und zwar, ich habe schon mal fast meinen Führerschein verloren, weil ich zu schnell gefahren bin, direkt am ersten Tag, als ich mir das Auto geholt habe. Heute wurde ich von der Polizei rausgeholt. Ich fahre mit dem Auto, musste wen abholen. Musst du wissen, von wo ich ihn abhole. Also bin ich an der Ampel und hab mein Handy rausgeholt, was man nicht machen sollte beim Fahren. Ich hab's aber gemacht. Und hab dann geguckt, wo ich ihn abholen kann. Und dann ist mir ein Polizeifahrradfahrer vors Auto gefahren. Ich dachte erstmal so, wow, was geht denn hier ab? Und dann hat er mich rausgezogen. Und er hat dann gesagt, das kostet 100 € und ich krieg irgendwie einen Punkt in irgendwas. Ich weiß nicht, in was ich einen Punkt bekomme. Und das war's nicht mal. Ich fahre weiter. Und dann war so ein Pisser, der ist so schnell gefahren und so. Und dann, ich wollte schneller fahren als er. Und dann wurde ich nochmal geblitzt. Es gibt nichts zu lachen. Es gibt nichts zu lachen, das ist traurig. Und die Geschichte ist nicht mal vorbei. So, dann habe ich den Kollegen rausgelassen und habe gesagt, kein Bock mehr, ich fahre nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg lacht nicht. Habe ich gemerkt, mein Auto macht komische Bewegungen. Also es buckelt. Ich glaube, ich habe mein Auto kaputt gemacht. Irgendwie meine Felge sieht auch nicht so gut aus. Warte, kann man das sehen? Da ist auf der anderen Seite. Oh nein! Oh, ich glaube nicht, dass das so gut aussieht, oder? Soll das so sein? Und hier auch ein bisschen. Ja, also ich werde bald meinen Führerschein verlieren.